Bevor das Video beginnt, möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass meine Audiospur kaputt gegangen ist. Heißt, Jan hat mir jetzt die Aufnahme von meiner Audiospur geschickt. Er hat mich nämlich zum Glück aufgenommen, sonst hätten wir das Video gar nicht schneiden können. Mega Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Jan. Du hast gut mitgedacht, du hast mich auch mit aufgenommen. Aber die Qualität ist dadurch etwas schlechter, denn er hat mich natürlich über Teamspeak aufgenommen und bla bla bla. Dann hat er es mir nochmal geschickt. Das heißt, die Qualität wird da ein bisschen schlechter, wie wenn ich das selber aufgenommen hätte. Aber irgendwie ist die Datei kaputt gegangen und das ist eine Notlösung, heißt, mein Sound klingt jetzt nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall definitiv in Ordnung. Und ja, da möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich auch ein paar Probleme immer mit dem Schnittprogramm habe, ja. Ich will mir auf jeden Fall eine neue Festplatte kaufen, eine schnelle Festplatte, heißt eine externe SSD, sowas in die Richtung, das wollte ich mir kaufen. Und ich wollte mir noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher kaufen, ja. Das Ganze kostet ungefähr wieder 300, 350 Euro. Das kann ein bisschen dauern, bis ich da ein bisschen zusammenspare. Ich werde da vielleicht ein, zwei Sachen von den YouTube-Einnahmen noch nehmen. Aber auf jeden Fall, Leute, könnt ihr mir, der zweite Link in der Videobeschreibung, erster Link kommt ihr zu Jan, zweiter Link in der Videobeschreibung, könnt ihr mir super, super gerne spenden. Ist alles freiwillig, aber es unterstützt mich und ich kann in näherer Zukunft schon mir irgendwie so eine externe Festplatte holen oder noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, um noch besser, noch schneller, noch qualitativ geiler einfach die Videos zu schneiden. Also zweiter Link in der Videobeschreibung, könnt ihr spenden und ihr werdet natürlich, wenn ihr außerhalb von Streams spendet, also wie gesagt jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt spendest, wirst du in dem nächsten Koop-Karriere-Video, das ich aufnehme, gegrüßt. Heißt, wir haben schon zwei Folgen von der Koop-Karriere vorproduziert. Also wir haben, das hier ist jetzt Folge 6, wir haben schon Folge 7 und Folge 8 vorproduziert. Folge 9 wird auf Jans Kanal kommen. Heißt, wenn du jetzt hier spendest, jetzt genau hier zu diesem Zeitpunkt am 13. November oder am 14. November oder am 15. November oder sowas, dann wirst du in der 10. Folge von der Koop-Karriere gegrüßt. Ja, das mache ich einfach, um die Chance zu erhöhen, dass vielleicht Leute spenden. Und ich weiß, dass ihr euch darüber freut, wenn ihr im Video gegrüßt werdet. Natürlich könnt ihr auch einen Stream spenden, dann werdet ihr da auch eingeblendet und so. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ist natürlich alles freiwillig. Aber wer mich unterstützen möchte, kann das gerne machen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Let's go! Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Koop-Karriere zusammen mit Jan. Hi! Hi! So, wir sind natürlich wieder Doppelsturm bei Dortmund. In Jans Folge haben wir, also in der letzten Folge, die bei Jan war, beide Kanäle abonnieren, um nichts zu verpassen. Wir machen es immer so, eine Folge bei ihm, eine Folge bei mir, wisst ihr Bescheid. Und in Jans Folge sind wir eigentlich im ersten Spiel ganz gut gewesen in der Bundesliga. War aber auch wieder auswärts, also vielleicht sind wir doch echt auswärts stärker. Jetzt spielen wir jedenfalls daheim gegen die Hertha. Ich weiß gar nicht, wie viel der Platz sie sind. 14. Okay, ja. Ja, ist machbar. Aber gegen Leverkusen also, haben wir auch verloren. Eben, es ist halt trotzdem Berlin und die sind ja nicht schlecht. In echt hat da ja Dortmund auch nur ein 2-2, glaube ich, gespielt. Ja, ist auf jeden Fall egal. Wir müssen auf jeden Fall weiter gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Danach haben wir das DFB-Pokalspiel, ja, gegen Stuttgart. Und ja, die sind direkt über uns. Vielleicht holen wir die ja jetzt ein, wenn wir hier gewinnen. Lasst uns einmal reinstarten. Das wird mega gut, hoffentlich. In Jans Folge habe ich einen Dreierpack gemacht, Leute, übrigens. Wer das nicht gesehen hat. Und das wäre jetzt auch wieder cool. Hoffentlich mal daheim ein gutes Spiel, ja. 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Spieler im Fokus. Maschine. Heftig. Jetzt am besten die ganze Mannschaft einfach wieder gut spielen. Dann passt die Sache. Macht mal wieder eine geile Flanke. Oder so. 1-0, die Träume zu Hause. Mike hat sich eingeschossen offensichtlich. Ja, jetzt kommt der Goal. Hättest du mal im letzten Spiel auch ein Tor machen müssen, ey. Der Goalgetter kommt aus mit raus. Nice one, zu Hause mal ein Tor. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Tor daheim jetzt mit meinem Spieler hier. So viel außerhalb auch. Aber ja, das ist halt so, die Bots müssen halt mitspielen, damit ich die Tore halt vorgelegt bekomme und innerhalb des Strafraums mache. Ja. Da musst entweder du mir eine krasse Vorlage geben
oder die Bots, weil selber durchkommen ist echt schwierig, weil die Gegner halt ganz viel hinten stehen. Und sich dann ein bisschen außerhalb zu positionieren und einen Finesse-Schuss zu machen, ist halt ein bisschen einfacher. Alter. Nice. Richtig geil. Ah, so ein Abfuck. 1-1, ja. Direkt gedreht. Zum Glück liegen wir nicht in Rückstand. Aber das ist natürlich auch nicht geil. Ja, das war natürlich nicht so smart. Direkt ja, zwischen uns beiden stehen hier zwei Viererketten. Ja. Das ist so krank. Was willst du da tun? Halbzeit. 1-1, das Gegentor. Die direkte Antwort war natürlich nicht so smart. Aber machst du nix. Weitermachen und hoffentlich gehen noch ein paar Dinger rein von uns. Komm, Ecke Tor an. Wieso? Oh, Ecke Tor! Mega nice! Ja, tatsächlich. Junge, der ist ihm gerade so reingesprungen. Ich wollte mich gerade noch beschweren, wieso nicht zu mir? Ja, passt doch, ist doch egal. Wenn er drin ist, ist es wirklich egal. Die Laney war es, glaube ich. Nee, Eigentor. Eigentor, Klüppner. Nice. 2-1, wir gehen wieder in Führung. Das ist sehr gut, wenn wir jetzt kein Gegentor kassieren, sondern noch eins machen. Weil ich meine, das ist Platz 14. Und das wäre ganz cool, wenn wir weiter nach oben kommen. Ja, tun wir doch was dafür. Oder tut die Mannschaft was dafür. Wir müssen eigentlich nur vorne stehen. Wenn ja nicht immer Tor. Mit hinten. Oh, Tor! Nächstes Eigentor. Die haben jetzt wieder gar keinen Bock, habe ich so das Gefühl. Bats, der nächste Skin, ey, das kann nicht sein. Einmal einen Tor machen und dann haben sie gar keine Lust mehr. Das ist echt unmöglich. Das ist. Was ist das, Mann? Alter. Guck mal, die können sich einfach durchspielen. Zack, Ball ist drin. Die KI ist 2-2. Stellt hinten 8 Spieler hin, plus Torwart. Und dann schießen die einfach innerhalb von ein paar Minuten, wenn sie es dann mal versuchen, ein Tor. Und hinten machen sie das Spiel komplett kaputt. Ich weiß auch gar nicht, wie man so Fußball spielen will. Also es macht ja überhaupt keinen Spaß. Also das ist ja richtig behindert. So. Aber das macht die Legenden-KI halt fast immer. Das ist halt so nervig einfach. Ja, bitte. Bitte! Nein! Das wäre so cool gewesen. Das war's einfach. Das war nochmal eine Möglichkeit. Oder die machen jetzt ein Tor. Boah. Ey, fuck, das hätte es sein müssen. Das ist so unzufriedenstellend. Es ist halt echt 2-2. Ich meine, daheim sind wir nicht so stark, aber 2-2 gegen Platz 14, gegen Hertha. Auch wenn die jetzt Platz 3 wären, ist doch scheißegal. Hertha, die muss man eigentlich schlagen. Aber ich habe es noch am Anfang gesagt, in echt 2-2 ausgegangen, hier auch. So Leute, dann haben wir jetzt das Spiel in der zweiten Runde im DFB-Pokal. Die erste ist irgendwie ausgefallen. auf jeden Fall haben wir das erste DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart auswärts. Auswärts, das sollte doch funktionieren, hoffe ich. Und wir haben in der letzten Folge bei Jan, haben wir auch gegen Stuttgart gespielt, auch auswärts. Da haben wir 3-0 gewonnen, das war das Spiel, wo ich einen Dreierpack gemacht habe. Ich will nicht unbedingt wieder einen Dreierpack machen, aber ich will auf jeden Fall, dass wir gewinnen. Das ist die Hauptsache, weil wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, dann ist komplett RIP. Das stimmt, weil ich meine, in allen Wettbewerben können wir noch was erreichen und so. Weder Bundesliga, da gibt es noch ganz viele Spiele, noch Champions League ist irgendwie was vorbei oder so. Wir müssen uns nur als Team irgendwie noch ein bisschen mehr zusammenfinden und uns noch mehr einspielen. Es muss einfach noch besser klappen. Es klappt einfach noch nicht gut. Also es klappt wirklich noch nicht gut. Es ist halt noch ein großer Weg, den wir da bestreiten müssen, damit es funktioniert. Und vielleicht bringt dieser DFB-Pokal ja uns jetzt ein bisschen Mut. Mal gucken, hoffentlich gewinnen wir. Das ist auf jeden wieder Fall in Stuttgart, wieder in diesem coolen Stadion. Mhm. Hat einmal gut geklappt. Jetzt bitte das zweite Mal auch. Und vor allem... Ah, Mike braucht wieder einen Trainer. Alter, ohne Spaß. Das klingt alles. Ja, was wolltest du sagen? Vor allem? Ja, genau. Vor allem, es kann hier kein Unentschieden geben und wir haben schon relativ häufig Unentschieden gespielt. Boah, stell dir mal vor, Elfmeterschießen. Ich raste dann komplett aus.
Wobei meine Elfmeterwerte ja eigentlich ganz gut sind, aber das wäre richtig krank. Meine sind nicht so gut und ich kann keine Elfmeter schießen. Wir müssen ja auch die Bots zum Teil schießen lassen. Das war schon mal eine gute Chance. Reus soll mal wieder seine krassen Tore da rausholen. Er war ja eine Folge lang war der gut. Und wow. Vorlagen geben sie uns sowieso lange nicht mehr. Ich meine immer die Flanken zu dir. Ja. Meine Fresse, nichts mehr geht, ey, ohne Spaß. Komm, Stuttgart und macht ein Tor. Ja. Mann! Ja, guten Morgen. Alter, so ein Abfuck. Kann ich auch nur die Tore von Stuttgart einblenden, weil die nichts verteidigen. Vielleicht ist unsere Taktik auch einfach schlecht. Wir müssen dem Trainer mal ein bisschen Anweisungen geben. Ja, Mischak ist irgendwie... Letzte Saison war besser bei Mischak. Wir haben ja letztes Jahr schon für Mischak gespielt und jetzt... Ist aber... Wir sind halt die Lieblinge von Mischak. Deswegen sind wir mit zu Dortmund gekommen. Ja. Nur deswegen. Du von Rapid Wien, ich von Liverpool. Deswegen sind wir gekommen. Nein. Stuggy Town kommt wieder. Bats, Junge. 17 Minuten gespielt, 2-0 für Stuttgart. Willst du hier verarschen, gegen Dortmund. Alter. Nice. Push, geil. Alter. Ich verliere den Glauben. Alter, zweimal Castro. Junge, wir verlieren einfach im DFB-Pokal. Wen willst du echt verarschen jetzt gerade? Jetzt geht's zu weit, Junge. Junge, Junge, wenn der drin wäre, ohne Spaß, ich hätte das Spiel nochmal gestartet. Ich hätte das Spiel ausgemacht. Ja. Dann wieder an. Alter! Junge, wieso spielen unsere Spieler nicht so gut? Ist halt echt so. Junge! Ich mache aus, Alter. Ist das lächerlich. 3-0! In der ersten Halbzeit nach 39 Minuten. Alter. Ey, auf meinem Kanal läuft es ja noch weniger als auf deinem. Was ist das denn? Leute, komm, wir haben ein Spiel, wir haben 3 Tore schon gegen Stuttgart geschafft, also das schaffen wir nochmal. Und das war auch erst am Ende der ersten Halbzeit fuck? Haben wir das erst 1-0 ich gemacht. Ich wollte den Trick machen, bin auf den Stick draufgekommen. Guck dir das an! Was ist das? Mann! Will, ey. Halbzeit, Leute, 3-0 liegen wir hin. 3-0 zur Halbzeit, das ist nicht mehr normal, echt. Aber die was passiert hier? Die haben es auch geschafft. Innerhalb von einer Halbzeit 3 Tore, also schaffen wir das auch. Ich ende jetzt all seine Taktiken. komm. Was war das? Was war das für eine Flanke? What the fuck? Das, ich hab gedacht, der kommt jetzt, an. Jetzt. Oh, wieso? Ja, die Flanke war ja nicht schlecht, aber ich dachte, du passt und dann haben ja, wir dann dumme der Flanke und dann bestimmt, dachte ich, oh mein Gott, nein! Der wäre bestimmt abgefangen worden im Pass. Weil der ein Stück weit vor dir war, deswegen wurde ich so an dem vorbei, aber der hat trotzdem seinen Fuß hinbekommen. Junge! Jetzt, was Alter! Ist aber das Rot, Mann? Elfmeter! Er gibt... ich gebe ihn Check. Er gibt ihm halt nicht mal eine Karte und er gibt ihm mal Freistoß, Alter. Aber die Rache fürs 3-0 im Pokal. Passt doch! Mann, der passt! Ich gehe hier steil! Alter! Es ist... Ohne Müll! Ist das... Alter, Junge, Stuttgart hat uns einfach jetzt mit 3-0 abgezogen. 3-0.
im DFB. Wir sind einfach raus in der ersten Runde. Zweite. Das erste Spiel. Ja, aber es ist das erste Spiel. Ja. Zwei Schüsse. Zwei fucking Schüsse. Alter. Von diesen Folgen werde ich so aggro, ne? Ohne Spaß, was ist das? Ich deinstalliere also, FIFA. Ja, ohne Spaß, Leute, keine Ahnung. Es tut mir leid, wenn ich aggro werde, die mich noch nicht kennen. Also ich bin nicht immer so. Aber das ist nicht mehr normal, was hier abgeht. 3-0. Alter, okay, das war's von der Folge. Schaut bei Jan vorbei. Und ja, abonniert uns beide, kostenlos natürlich. Danke fürs Zuschauen. Lasst es euch total, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Ciao.